Weiter geht's mit Star Wars Squadrons. Vanguard Staffel. Nadiri Werft. Dabei hatte ich mich gerade ins Imperium gewöhnt. Oh, Y-Wing! Hier drüben! An alle Ruinen auf den Deck. Da bist du ja! Ich habe in der Werft nach dir gesucht und mich dann stattdessen mit ein paar Ingenieuren unterhalten. Die haben mir erzählt, dass ein ganzer Konvoi neuer Ingenieure vom Imperium abgefangen wurde. Keine Überlebenden. Klingt, als hätten sie einen Spion bei Hosnian Prime gehabt, der ihnen unsere Pläne verraten hat. Wie du dir vorstellen kannst, macht das allen in der Werft ganz schön Angst. Ich will nachher eine Runde Passat mit ihnen spielen, um die Stimmung zu lockern. Meinen Beitrag leisten, du weißt schon. Nur mal so zwischen uns. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas Bedeutenderes als abgeschossene Ingenieure. Ardo ist still und der Boss hat sich schon den ganzen Tag lang im Besprechungsraum eingesperrt. Ich glaube, wenn es nur um die Ingenieure ging, hätte er uns schon etwas gesagt. Irgendwas anderes muss los sein. Ich wette, dass es etwas mit einer offenen Rechnung zu tun hat. Ein dunkles Geheimnis, das er zurückließ, als er dem Imperium den Rücken zugekehrt hat. Oder vielleicht auch nicht. Na, was weiß ich denn schon? Was es auch ist, es lässt sich offenbar nicht mit einem riesigen Kampfschiff lösen. Warum gehst du nicht mal selbst zum Besprechungsraum? Vielleicht redet der Boss ja mit dir. R0, da bist du ja wieder. Okay, R0, los geht's. Du hast recht, Linden. Meine Kontakte haben deinen Verdacht bestätigt. Sie ist es. Es konnte nur Theresa Carroll sein. Das ist eindeutig ihre Handschrift. Wir kennen sie. Dir ist klar, dass sie Hosnian Prime und den Konvoi nur aus einem Grund angreifen würde. Sie sucht nach Projekt Starhawk. Ich habe Schritte eingeleitet, um sie aufzuhalten. Bevor sie die Nadiri-Werft findet. Bevor mehr Leid geschieht. Linden. Was hast du getan? Entspann dich. Ich habe Theresa nur eine Nachricht geschickt. Nicht zu ignorieren. Ein alter Schützling von mir, Theresa Carroll, führt die imperiale Suche nach Projekt Starhawk an. Sie wird nicht nachgeben, bis es zerstört ist. Gut, ich habe da einen Plan. Ich habe eine Nachricht verschickt, von der wir wissen, dass sie von einem versteckten imperialen Horchposten nahe Esselis abgefangen wurde. Was für eine Nachricht? Ein Köder für Theresa. Und nun, da der imperiale Posten seinen Zweck erfüllt hat, wird es Zeit für Teil 2 meines Plans. Zerstören wir den Horchposten, lassen wir Theresa glauben, dass wir etwas verbergen. Das macht den Köder wesentlich glaubhafter. Vanguard, ich will, dass ihr mit Y-Flügler mit schwerer Artillerie den Posten in Esselis in die Luft jagt. Zeigt keine Gnade. Eine Korvette begleitet euch, um das Feuer des Imperiums auf sich zu ziehen. Gunny wird unsere Bomber versorgen. Das sind eure Ziele. Wir haben Empfänger am Rumpf als Schwachstellen identifiziert. Zerstört jeden Einzelnen. Zusätzlich müssen die äußeren thermischen Regulierungssysteme und alle Satellitenschüsseln auf der Oberseite des Horchpostens zerstört werden. Wenn ihr das schafft, nehmen wir dem Imperium einen entscheidenden Vorteil und Theresa wird blind in unsere Falle tappen. Ein alter Schützling von mir, Theresa Carroll, führt die imperiale Suche nach Projekt Starhawk an. Sie wird nicht nachgeben, bis es... Entschuldigung, da waren wir ja schon. Hey, kein Palaver mehr? Linden Jarvis. Jetzt, aha. Theresa Carroll war meine rechte Hand bei Foster Haven. Sie war mein Schützling. Sie hat es von einer Weise auf Coruscant zu einer Kapitänin eines Sternzerstörers gebracht. Das Imperium gab ihr alles, darum würde sie alles geben, um es zu beschützen. Deswegen behalte ich gewisse Details für mich. Wenn wir gegen Theresa ankommen wollen, ist jede Information, die durchsickert, ein Risiko. Vertrau mir bitte noch ein wenig länger. Begib dich zum Hangar. Zerelda hat dein Schiff vorbereitet. Ich muss zugeben, der Plan des Commanders ist ziemlich clever. All diese Geheimnistuerei und listigen Tricks sind fast schon imperial.
Ich weiß, dass die neue Republik besser als das Imperium sein möchte, aber eins muss man denen lassen. Ihre Strategien sind effektiv. Das heißt nicht, dass wir sie abkupfern sollten, aber das hier ist immer noch ein Krieg. Manchmal muss man wie der Feind denken, um ihn zu besiegen. Gut, dass der Commander seine taktische Brillanz uns zugutekommen lässt. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Okay. Wenn James von Carol spricht, dann spürt man was, stimmt's? Ihm muss viel an ihr gelegen haben, so wie es ihn schmerzt. Und das Imperium lässt Tyrissa auch nicht zufällig nach James suchen. Das ist was Persönliches. Ich glaube, dass sie beide leiden, tief in ihrem Inneren. Und Leid wird schnell zu Hass. Für Hass, der sich nicht heilen lässt, gibt es keinen Platz in der Galaxis. Wenn wir ihn gewaltsam beenden müssen, dann soll es so sein. Bist du bereit? Alrighty then. Okay. Das war's? Dann los. Y-Flügler können Bomben und andere schwere Sprengsätze tragen. Dadurch sind sie zwar langsam, richten aber viel Schaden bei großen Zielen und Großkampfschiffen an. Das wird dir gefallen. Automatische Zielerfassung. Gelenkte Krupps-Rotationskanone führt in kurzer Verwandlung, feuert dann extrem schnell, anders als bei anderen nicht gelenkten. Das ist ja krass. Komm, probieren die mal aus, die Rotationskanone. Obwohl, ich will ja eigentlich schon gerne die Standardvarianten erstmal testen. Machen wir die mal. Protonenbombe. Die Standards sind eigentlich alle gut. Weil es alles ausgewogen. Alles eine gute Idee. Gute Kombo. Ah, guck mal, wie schön, oder? Y-Wing. Wow. Hier spricht die Vanguard-Staffel. Wir nähern uns jetzt dem Horchposten. Hervorragend. Bei Ankunft solltet ihr imperiale Kommunikation hören können. Ihr könnt Ardo und seinem Spionagenetzwerk dafür danken. Formieren wir uns mit unserer Korvette. Sie wird uns während des Angriffs Deckung geben. Dieser Horchposten ist im Nirgendwo. Wie hat der Boss diesen Ort gefunden? Er entsandte eine Nachricht mit der Absicht, dass das Imperium sie abfangen und den Außenposten preisgeben würde. Den Köder haben sie geschluckt. Glückstreffer, er konnte niemals wissen, dass das funktioniert. Es sei denn, die gesendete Nachricht war so verlockend für das Imperium, dass sie sie einfach abfangen mussten. Was könnte nun so verlockend sein? Das ist der Punkt. Javes wird es uns nicht verraten. Aber es könnte sich in eine Falle verwandeln. Zuerst kommt die Mission. Um Details dieser Falle kümmern wir uns später. Das Imperium hat den Horchposten errichtet, um den Starhawk zu finden? Diesen hier vielleicht, aber es ist nicht der letzte Horchposten, der Lauschangriffe in der Galaxis durchführt. Nun, sie setzen alles in Bewegung, um uns zu finden. Ich wette, das Imperium ist außer sich darüber, dass wir ein neues Schiff aus seinen alten bauen. Das ist unser Horchposten. Bei Annäherung störe ich die Sensoren des Imperiums. Klasse, die werden uns nicht kommen sehen. Das ist ein Horchposten. Ihnen, dass man die neue Republik nicht belauscht, ha? So wird das gemacht. Die imperialen Sensoren können uns nicht erfassen. Folge mir, Fünf. Wir führen den Bombenangriff an. Grace und ich kümmern uns um Stationsverteidigung und Sternenjägerpatrouillen. Dann mal los. Fünf, gib denen alles, was du hast.
Du hast es fast geschafft. Auf mein Zeichen heißt es bombenlos. Los. Ach so, eh. Das wusste ich nicht. Was? Ein Überfall. Alarmiert die Teilpatrouillen. Gut gemacht. Du bist einer toten Rettung. Nun bombardiere den Rest der Empfänger. Okay. Gute Arbeit, Rettung. Bring das Übertragungssystem zum Laufen. Wir müssen Verstärkung rufen. Oh, schnell. Zerstört die Satellitenschüsse, bevor sie den Notruf senden. Keine Bomben mehr oder so. Niemand muss sie aufhalten. Wir brauchen diese Schüssel. Schließe mich der Formation an. Schüssel zerstört. Gut gemacht. Es ist mir egal, dass wir angegriffen werden. Das Übertragungssystem muss wieder online gehen, damit ich Hilfe rufen kann. Oh, das habe ich bis hierher gespürt. Nicht schlecht, Fünf. Funktioniert das Übertragungssystem? Gut, ich rufe Verstärkung. Schiffe zerstört, gute Arbeit. Wo sind denn die? Habe ich jetzt alle Schüsseln zerstört? Ne, das eine. Die machen wir jetzt erstmal zuerst weg. Ich glaube, da ist noch eine. Aha. Oh, nein, nein, nein. Ich habe die Fallensicht angemacht. Kann ich denn wieder zurück? Ah, okay, ich hab's. Boah. Das war merkwürdig. Triff dich mit mir am Rand des Hortpostens. In Ordnung, Fünf. Positioniere dich am Rand der Station. Es ist an der Zeit, die thermischen Systeme auszuschalten. Oh, das macht keinen Spaß. Ah, toll. Liege in den Graben. Zeig es ihm. Geil. Ist das der da? Präzisionsrolle A und Thermalregulator unten. Okay. Nein, das ist nicht der Graben. Das hier ist der Graben. Warte, ich muss nochmal neu hier. Ist die hier?
Ich kann nicht sagen, ob es funktioniert hat. Aufschließen geht nicht. Ja, ja, ich weiß, aber... Muss nachladen. Hat sie, irgendwas abgelegt? Nee, hat sie nicht. Warte, ich lade nach. Na, endlich. Da steht's ja auch dann, so Pfeile, ne? Okay, ich hab verstanden. Sie greifen das thermische System an. Das jetzt funktioniert? Unsere Korvette steht unter schwerem Beschuss. Hat es. Flieg hin und hilf ihnen fünf. Moment. Hey, hör auf damit. Hab ich dich. Noch mehr imperiale Jäger. Thermisches System wurde zerstört. Temperaturen steigen an. Vanguard, das Imperium hat einen riesigen Lüftungsschacht auf dem Horchposten geöffnet. Die thermischen Systeme müssen überlastet sein. Sie versuchen, den Kern zu kühlen. Am Lüftungsschacht sammeln. Ich habe eine Idee. Ich muss die Korvette verteidigen. Hallo? Wo ist die Korvette? Die will ich jetzt mal verteidigen. Wenn ich wüsste, wo die ist. Zwei Abfangjäger sind auf dem Weg. Korvette ist leider nicht sichtbar. Alter, noch ein paar mehr, weniger hier. Achtung, ich sehe Thais. Korrekt getroffen. Das war's, schade. Schließ die Mission ab. Für sie. Alles klar, Fünf. Rein mit dir und flieg vorsichtig. Ich hab's doch probiert. Wir glauben alle an dich, Fünf. Hab den blöden Marker ja weggenommen. Blöder Bug. Der Feind verfolgt dich. Ups. Ist zweimal Q drücken ein Torpedo? Geil, todessternmäßig hier. Fang mit der Bombardierung an, sobald du beim Kern bist und höre bloß nicht auf. Wir
funktioniert, also stell dich drauf ein, schnell abzuhauen. Gute Arbeit, Finn. Lass die Bombe fallen, Finn. Oh Gott! Das habe ich bis hierher gehört. Na dann los, Finn. Der Lüftungsschacht schließt sich. Scheiße! Oh! Alles klar, Team. Sammeln und bereit machen für Hyperraumsprung. Geil. Tja, das mit der Korvette ist ja ärgerlich, ne? Gut, jetzt haben wir Tote Stern. Jetzt können wir Tote Stern angreifen. Die Falle ist gestellt. Zurück nach Hause. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Die Imperialen und ihre Lüftungsschächte. Designschwächen 0 plus Ultra. Sehr schön. Dann bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.